Hallo und herzlich willkommen zu Chrisanna zockt Conan Exiles. Jo. Komm, mach den nieder, mach den nieder, mach den Platz, mach den Platz. Dankeschön. Ja, es ist noch ziemlich dunkel. Und ich brauche auf jeden Fall was zu trinken. Du machst den fertig, oder? Bist du durch? Ja, ich hoffe es. Ich krieg kein Wasser hier. Gibt's hier irgendwas, wo ich was trinken kann? Oh, schwierig. Irgendwelche Bärchen oder sowas? Keine Ahnung. Eisenkrug. Nee. Leute. Da ist nicht mal eine Wasserflasche dabei. Die Schleimsuppe, die hat mir ein bisschen geholfen. Krass. Uha. Uha. Alter. Schwede. Helf mir doch. Na? Hast du ihn fertig gemacht, hä? Alter, was bist denn du? Oh, fuck. Yes. Bist doch das Kind von Jebel Sack, oder? Das haben wir. Jetzt sehe ich zwar nicht das Männchen, aber eine Frage, sollen wir das machen mit diesem Dungeon? Das Problem ist, ich habe jetzt bloß keine Zeit. Wir können ja das Rezept mitnehmen und uns selbst was machen. Du hast einen komischen, buschigen Schwanz, ey. Come to me. You have nothing to fear of me, human. I am simply lonely as I await my return to the Misty Lands. I would like to talk. Ich lerne das jetzt mit dem Alchemist der Mitternacht. Und your conversation shall be missed, human. Dann ziehen wir auf jeden Fall weiter, ey. Ich habe das jetzt gelernt. Ich denke mal, dass wir da Blut brauchen oder sowas. Wohl. Wartet mal. Ich habe da eine Idee. Wir kaufen diesen Trank. Und dann porten wir uns nach Sepomero rüber. Wo ist denn jetzt der Trank hingeladen? Ich finde den Trank jetzt nicht. Wo ist dieser Trank? Ey, das kann doch echt nicht sein, Mann. Hier. Sehr gut. Also wir sind jetzt im Dungeon drin. Aber wir gehen heute nicht rein. Weil wir sind jetzt in Sepomero. Na? Ich brauchte Wasser. Und ich wüsste nicht, wie ich am schnellsten nach Hause komme. Geil. Ey, portet sich diese Dame vielleicht noch mit? Wahnsinn. Ja, die Fackel, die brauchst du jetzt nicht mehr. Sehr gut. Ja, ich wusste mir jetzt nicht anders zu helfen, als mich darüber zu porten. Ich hoffe mal, die Dame, die kommt noch.
Wenn sie nicht kommt, weiß ich ja, wo es ist. Jo, Mann. Junge, 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 Junge. Ey, ich muss mich ausladen, ey. Ich muss mich ausladen, ich muss die Sachen hier befüllen. Und ich hätte schon gerne, dass die Dame hierher kommt. Die folgt nämlich. Da ist sie doch. Guck mal, ne. Die braucht auch den ganzen Tag. Ah, Junge, Junge, Junge. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt durch diese ganze Tour gut an Fell bekommen. Ich würde sagen, wir präparieren uns für den Norden. Ja, 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 du kannst gleich mitkommen. Wir präparieren uns für den Norden, gehen aber vorher zur Hexenkönigin. Geil. Ist hier noch irgendwas drin? Du kannst mal das ganze Fleisch, was da drin steckt, kannst du kochen. Aber ich glaube nicht, dass du das hier machen musst. Hier ist ja gar keiner mit drin. Das kannst du mitnehmen. Das ganze Fleisch kannst du mitnehmen. Ah. Ja, und was haltet ihr davon, von dieser Idee? Sollen wir uns da beim Bau irgendwie in der Nähe vom... wie hieß das jetzt? Von dem Chaoswund war ja das Artefakt und so da abgegeben werden. Sollen wir uns da eine Basis bauen oder sollen wir uns lassen? Weil ich bin am Überlegen. Ich bin stark am Überlegen. Wo ist jetzt meine Dame? Wo ist mein Bodyguard? Ist das jetzt... Sehr gut. Wir haben noch zwei Stück, die fertig gemacht werden müssen. Aber unsere Schieferrücken. Hammer. Das nenne ich mal hammergeil. Und die ganze Reise haben wir zusammen gemacht. Cool. Ist auch mal wieder sowas gewesen, was sein musste. Und jetzt brauche ich unbedingt eine Pause hin. Aber hoppa. Was braucht der? Der Bär, der braucht Honig, gell? Ich hab nur keinen Honig. Ich habe keinen Honig. Den Honig, den müsste man erst machen. Jetzt kann rein. Die auch. Oh, wir bekommen aus den Hochlandbären bekommen wir ein Getränk raus. Hochlandbärenbrei. Geil. Cool. Und aus der Hefe, da kriegen wir nichts raus, oder? Aus dem Gärmittel. Ach, komm. Alles erstmal weghauen hier. Ich habe viel zu viel Zeug hier. Das Schweinchen, das muss noch da rein. Alle hoppa.
Können wir die schiefe Rücken wegmachen und dafür die Bären reinlegen? Schließlich haben wir drei Stück da drinne. 21 Stunden machen wir ein Schwein. Warte. Wir lassen erstmal die Schieferrücken durchlaufen. Und du tust jetzt Wache halten. Danke. Schicker Rock. Yo, die hält erstmal Wache und ich muss mich erstmal ausladen hier. Die wohltuenden Klänge. Wo habe ich denn die hingetan? Hier rein, oder? Das muss ich auch noch machen. Ich muss ein Lagersystem bauen. Ja, genau. Die Schieferrücken. Und hopp. Die Schieferrücken. Sollen wir die unten hinstellen? Ah, jetzt hast du dich verdreht hier. Mensch. Mit Tic-Tac-Toe oder was? Oh Gott, ey. Ihr seid echt ein bisschen schwach auf der Brust, oder? Es sind 150 Leben, ey. Die Kriegen haben ja nie Power, ey. Ohne Witz. Kämpfer. Egal. Das macht nichts. Hammer HT. Mach da eine Riesenreise. Und die Schieferrücken, die sind Mini. Die sind Zwerge. Das sind kleine Minis. Oh Mann, oh Mann. Ja, die Vanir-Rüstung, die müssen wir verschrotten, ey. So, ein Stack von denen. Uha. Also an Leder wird es nicht mangeln. Auf das auf jeden Fall nicht. So, das kommt dann wieder hier hin. Felle, zack. Aber was ich da alles gekriegt habe, ey. Übel. Noch ein bisschen Seide. So. Ey, ich brauche gar nichts mehr farmen, ey. Das ist hammerhart. Wolfsfälle. Tun wir mal die ganzen Fälle hier rein, ey. Hammer hart. So. Das mit diesem Teer, das können wir auch wieder ankicken. Stahl brauchen wir sowieso jedes Mal. Vor allen Dingen brauchen wir bald gehärteten Stahl. Gehärtetes Stahlpickel. Schick, schick. Habe ich da eigentlich gehärteter Stahl gehabt, hey? Bin mir da jetzt nicht sicher. Ach. Was? Überlagerung. Wieso Überlagerung? Oh, ein bisschen schick machen hier, ey. Was denkst denn du? Ich muss auf jeden Fall diese ganze Rüstung und alles, was ich nicht richtig brauchen kann, durch alles verschrotten, ey. Noch ein Schild weg. Die Reliquienjäger-Rüstung, die kommt auch weg. Oh, das ist weg. Alles weghauen. Manometer.
So viel Zeugs brauche ich dann doch nicht. Vanya. Das tue ich alles weghauen. Ich brauche das nicht. Bam, 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 bam. Flüge weg. Also dieses ganze Kletterradatsch, hey, ohne Witz. Da kommt jetzt ein Haufen Material raus. Ein paar Kisten müsste ich bauen, um das Regalsystem machen zu können. Ist da irgendwas noch mit einem Pfeil? Nö. Habe ich Holz? Ja. So viele Sachen. Ich würde schon im Lebtag nicht mehr farmen gehen müssen. Okay. Ist noch trockenes Holz drin? Nee, aber ich habe hier noch. Warte. Bettstedt. Bettstedt. Wer? Bettstedt. Junge, Junge, Junge. Die Sprache, die hackt wieder. Ey. So. Boah, da wird ja gar keinen Platz kriegen. Ey. Zu viele Sachen. Ja, aber ich bin bald fertig hier. Fertig mit der Welt. So, weg damit. Falscher Raune, weg, weg. Alles, was ich nicht gebrauchen kann, muss hier raus. Meine Superfackel reparieren. Viel zu viel Sachen. Ich sag's euch, ich sammle bloß nichts ein. Eingehärteter Stahlbarren. Oha. Ich glaube, da werde ich nicht alt hier. Ich bin gleich fertig. Ich hab's gleich. Ihr seht ja, ich bin voll motiviert hier beim Aufräumen. Die Flaschen, die kommen weg. Feuerwasser, das hier. Wie viele Minuten haben wir? Das geht schon. Ich sag doch, ich brauche hier Systeme. Die ganzen Kugelgeschichten hier, die können aufgeräumt werden. Das passt. Hast du noch irgendwas drin? Nee. Aber die Rüstung, die kannst du aufheben für den nächsten. Ich hau da jetzt ein bisschen was rein von dem Leder. Passt. Weil ich brauche da drin Platz. Da kann da mal ein bisschen was durchlaufen. Bin sowas von vollgepumpt. Normales Leder, Eisen. Ich sag doch, schafft euch das Spiel nicht an. Nee, da ist so viel zu tun. Aber es macht Spaß, es macht immer Spaß. Gibt auf dieses Gestammel auf jeden Fall
kein bisschen drauf. So. Die Geschichte, die nehme ich weg. Dann kommen da noch diese Dinger hin. Ihr seht ja, das sind 3.500 Leder. Kommen da jetzt raus. Wenn ich das mit ihm mache, wird es noch schneller gehen wahrscheinlich. Hoppala. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das funktioniert. Ich probiere es mal. Halt. Nein. Das geht nicht mit dem Rüstungsmacher. Eigentlich schade. Aber er kann Zwirn herstellen. Das soll er mal machen. Macht er erstmal einen Haufen Zwirn. Ist das alles? Aus 3 Stück? Eine Zwirn baue ich sowieso immer. Okay. Aber das mit den Schieberrücken, das ist schon ein bisschen wenig. Das hätte ich mir anders vorgestellt. Kann ich das hier auch hinhängen? Ich kann das nicht hier hinhängen. Ihr seid ja Ochsen. Jo, ein cooler Kopf. Cool. Dann schmeißen wir hier die Stahlproduktion wieder an. Pam, pam. Ist zwar nicht viel, aber immerhin. Ja, ich brauche einen Gerber oder sowas. Und ich glaube, man konnte diesen Alchemistentrank von dem, wie hieß der? Chebalsack, gell? Das kriegt man gleich an. Wir brauchen den Trank der Mitternacht. Da brauchst du normales Blut und Flasche mit gefüllten Wasser und Gelblotuspulver. Ja, das kriegt man hin. Da kann noch mal was durchlaufen. Da kriegt man noch mal einen Kartenraum. Da bekommen wir noch mal ein bisschen Gold, ein bisschen Silber. Die Geschichte läuft hier. Nee, das geht. Mein Gott, das geht nicht. Und das Blut und das Öl mal raus. Hoppa. Zack. Das sind jetzt nur die Samen drin, gell? Halt, stopp. Blut kannst du nicht trocknen. Die hier. Perfekt. Jetzt kommt da Blut noch mal rein. Das Blut, das können wir gut gebrauchen, um in den Mitternachtsdungeon zu kommen. Das wird lustig. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Eisen. Du bekommst das von mir und das hier. Boah. Perfekt. Ah, ja. Ich würde sagen, wir sind echt gut angekommen. Und ihr seht ja, wie das hier durchrattert. Du brauchst eigentlich nur ein Schmelzer hier für das ganze Zeug. So, die Dinger, die kommen runter. Spitze. Junger Vater. So. Du hast gar keine Kohle mehr, gell? Es ist wirklich ein hammermäßig, was du so alles machen kannst.
Ja, ich muss mal gucken wegen der Herausforderung, ob ich das geschafft habe. Oh, hey, das schaffe ich nicht mehr. Das kann ich vergessen. Das wird jetzt gleich nochmal neu durchgemischt und dann hat sich's eh. So. Kriegt die Dame noch für ihre Kochstelle etwas? Das Zeug, das brutzelt richtig durch hier. Guck mal an. Pam, 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 pam. Räumen wir die Sachen noch auf. Da besorge ich in der Zeit ein bisschen Material. Und hoffentlich werden die bald durchgelaufen sein. Eieiei, ich sag's euch, ich sag's euch. Es war schon interessant, wo diese Säuberung war. Jetzt sind sie alle hier gekommen zum Aufzug. Ich bin da echt am Überlegen, was wir so mit diesem Platz machen können noch. Weil nur Rekrutierungsstelle. Da könnten wir hier eigentlich die Sachen sammeln für die Säuberung. So, die Fesseln rein, das noch mit rein. Gut. Ich bin soweit präpariert für die nächste Runde. Nehme ich auf jeden Fall noch das hier mit, das hier und das. Ja, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zusehen und schaut bei der nächsten Folge von Conan Exiles rein. Es würde mich tierisch freuen, euch wiederzusehen. Macht euch einen schönen Tag und ciao.